Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tech Talk, heute zum Thema Exchange Hybrid. Bei Exchange Hybrid stellt sich immer die erste Frage, soll ich es machen? Nein oder vielleicht, aber wo sind eigentlich die Unterschiede und was ist es überhaupt? Nun, unter Exchange Hybrid verstehen wir die vertrauensvolle Verbindung einer lokalen On-Premises Exchange Organisation mit dem von Microsoft bereitgestellten Exchange Online als Software as a Service, als Bestandteil von Microsoft 365. Die Aktivierung und die Einrichtung dieser hybriden Konfiguration erfolgt mit dem Hybrid Configuration Wizard, der eine sogenannte Click-to-Run-Applikation ist und auch eine automatische Softwareaktualisierung beinhaltet. Was sind die Vorteile einer Exchange-Hybrid-Konfiguration? Zum einen natürlich gerade die zentrale Verwaltung von Exchange-Objekten über das lokale Active Directory, die Nutzung und der Zugriff von freien Buchzeiten, unabhängig davon, wo sich jetzt ein Unternehmenspostfach befindet, ob in der lokalen Exchange-Organisation oder in Exchange Online, eine Postfachmigration ohne Unterbrechung für die Anwender, das heißt, ich kann ein Postfach verschieben in die Cloud oder auch wieder zurück zur Exchange-Organisation, ohne dass ein Anwender hier in seiner Funktionalität beeinträchtigt wird. Der wichtigste Bestandteil eigentlich von der Support-Seite ist, dass keine Neuerstellung des Outlook-Profils notwendig ist, denn Outlook kümmert sich automatisch darum, respektive merkt, dass es sich um das gleiche Postfach handelt und es muss keine neue Synchronisation für den Offline-Cache stattfinden. Das ist gerade bei großen Postfächern ein sehr wichtiger Vorteil. Ebenso besteht nahtloser Zugriff auf die Exchange-Funktionalitäten zwischen On-Premises und Exchange Online. Es gibt ein einheitliches globales Adressbuch, die sogenannte Adressliste, die GAL. Einen sicheren Nachrichtenfluss zwischen Exchange Online und On-Premises, denn wie gesagt, es gibt ja eine besondere Vertrauensstellung zwischen diesen beiden Organisationen, obwohl sie technisch getrennt betrieben werden. Es besteht die Option eines zentralisierten Nachrichtenflusses, das bedeutet, dass alle Postfächer, die sich in Exchange Online befinden, ausgehende Nachrichten nicht direkt über Exchange Online an Empfänger senden, sondern über den sogenannten zentralisierten Nachrichtenfluss zur lokalen Exchange-Organisation und dann über ein zentrales E-Mail-Gateway, das sich im Unternehmen befindet, ins Internet an die eigentlichen Empfänger. Ebenso unterstützt die hybride Konfiguration die sogenannte moderne Authentifizierung, was einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil gerade von Anwendern und Postfächern, die sich in der Cloud befinden, gegen lokale Ressourcen mit sich bringt. Und als Bestandteil der nahtlosen Integration besteht halt eine zentrale Nachrichtenverfolgung, ein Zugriff auf Mailtipps und auch eine Multipostfachsuche. Der letzte Punkt bei dieser Aufzählung ist die sogenannte cloudbasierte Archivierung. Das bedeutet, dass sich das primäre Postfach von Anwendern in der lokalen Exchange-Organisation befindet und das Online-Archiv-Postfach oder In-Place-Archive sich in Exchange Online befindet und somit zu einer Entlastung einer lokalen Infrastruktur beiträgt. Nun, wir sprechen zwar immer nur von dem Exchange-Hybrid, aber Exchange-Hybrid steht uns in mehreren Varianten zur Verfügung. Es gibt zwei Varianten, nämlich klassisch und modern, und dann gibt es noch unterschiedliche Betriebsmodi. Klassisch unterteilt sich in die Modi Express, Minimal und Voll. Und dann haben wir noch die moderne Variante, die unterteilt sich in Minimal und ebenfalls in Voll. Das heißt, wir haben fünf Möglichkeiten, um Exchange Hybrid zu konfigurieren. Wo sind denn da jetzt die Unterschiede? Da ist einmal der klassische, vollwertige Hybrid zu benennen, das ist der, so wie wir, ich sage es einfach mal wir ihn kennen, das heißt eine komplexere Konfiguration für den dauerhaften Hybridbetrieb der lokalen Exchange-Organisation mit Exchange Online und halt der Erfordernis, dass sowohl SMTP als auch HTTPS beidseitig in beiden Richtungen komplett durchgängig konfiguriert werden müssen. Dann haben wir die Minimalkonfiguration. Eine klassische Minimalkonfiguration, die Azure AD Connect mit implementiert, konfiguriert
und dient dem einmaligen Verschieben aller Postfächer zu Exchange Online. Die Minimalkonfiguration ist gedacht für etwas größere Unternehmen hinsichtlich der Anzahl der Postfächer, aber wie gesagt, das einmalige Verschieben und kein dauerhafter Betrieb, da nicht alle Funktionen bereitgestellt werden. Die Express-Variante der klassischen Implementierung ist ebenfalls die einmalige Migration der Postfächer und hier vollführt der Hybrid Configuration Wizard eine Express-Konfiguration vom Azure AD Connect und hier ist die Intention, dass es einen temporären sogenannten Hybridbetrieb nur für wenige Tage oder Wochen gibt. Dann haben wir die vollwertige moderne Variante. Die ist dann zu wählen, wenn es zum Beispiel für ein Unternehmen nicht möglich ist, eingehende HTTPS-Verbindungen einfach und unkompliziert bereitzustellen. Hierbei kommt der neue moderne Exchange Hybrid Agent zum Einsatz, der nur ausgehende Verbindungen benötigt. Nichtsdestotrotz ist hier auch weiterhin ein ein- und ausgehender SMTP-Mailflow notwendig. Das ist sozusagen die moderne Variante des dauerhaften Hybridbetriebes. Dann haben wir noch die Minimalvariante, ist vergleichbar mit der klassischen Minimalvariante, ist auch gedacht für den temporären Betrieb über wenige Monate, da auch hier das Ziel ist, alle Postfächer zu Exchange Online zu verschieben. Was sind denn nun die Voraussetzungen für den klassischen Hybridbetrieb? Natürlich erst einmal ein Hybridbetrieb fürs Active Directory, das heißt, es gibt ein Azure AD Connect und eine konfigurierte Synchronisation zwischen der lokalen Infrastruktur und Azure AD. Dann benötigen wir die direkten SMTP-Verbindungen zwischen der lokalen Exchange-Organisation und Exchange Online. Dies erfordert einen zusätzlichen Hostnamen für die eingehenden Verbindungen von Exchange Online zu unserer Infrastruktur. Damit einhergeht der Bedarf an eine zusätzliche externe IP-Adresse und das passende TLS-Zertifikat für den konfigurierten eingehenden Hostnamen. Der Sprung über ein Perimeter-Netzwerk zu den lokalen Exchange-Servern ist oftmals nicht gewollt. Hier hilft uns die Edge-Rolle vom Exchange-Server. Ein Edge-Server, der wird im Perimeter-Netzwerk platziert und dient sozusagen als Endpunkt für eine eingehende SMTP-Verbindung zwischen Exchange Online und der lokalen Exchange-Organisation. Exchange Online benötigt auch HTTPS-Zugriff auf die lokale Exchange-Organisation. Das bedeutet, wir haben einen Reverse-Proxy im Einsatz, der unsere Endpunkte vom Exchange ins Internet veröffentlicht und über den greift dann Exchange Online halt auch auf die lokale Exchange-Organisation zu. Hier entsteht der Bedarf für eine weitere zusätzliche externe IP-Adresse. Und Exchange Server muss im Hybridbetrieb natürlich auch von den lokalen Systemen zu Exchange Online kommen. Das heißt, wir haben den Bedarf für eine ausgehende HTTPS-Verbindung zu Exchange Online. Wie sind nun die Voraussetzungen für den modernen Hybridbetrieb? Azure AD Connect, hier gibt es keine Änderungen im Vergleich zum klassischen Betrieb. Ebenso was den SMTP und Nachrichtenfluss angeht, der Bedarf einer direkten Verbindung oder auch wieder über einen Edge-Server. Der große Unterschied ist, dass wir nur ausgehende HTTPS-Verbindungen von den Exchange-Systemen haben. Zum einen die klassischen Client-Access-Services nach extern, aber natürlich auch über den Hybrid-Agenten werden die eingehenden Anfragen von Exchange Online abgewickelt, allerdings ohne den wirklichen Aufbau einer eingehenden HTTPS-Verbindung. Was sind die Herausforderungen für Exchange Hybrid? Wie schon gerade erwähnt, externe IP-Adressen für die eingehenden Verbindungen. Klassisch, im klassischen Hybridbetrieb benötigen wir eine IP-Adresse für SMTP und HTTPS, im modernen Betrieb nur für SMTP. Zusätzlich benötigen wir das passende TLS-Zertifikat zur Absicherung der SMTP-Verbindung. Für mich eigentlich nicht optional, sondern eigentlich ein absolutes Muss, aber dazu kommen wir in einer weiteren Folge des Tech Talk, nämlich die Edge-Rolle vom Exchange-Server und dann einen sogenannten Koexistenz-Server, einen Mailbox-Server von 2016 oder 2019 zur Synchronisation von Exchange-Objekten. Dies ist eine Server-Variante, die
auch nach der Migration aller Postfächer zu Exchange Online weiterhin benötigt wird. Warum jetzt hier kein 2010er mehr erwähnt wird und kein 2013er, ist klar, 2010 geht im Oktober out of support und 2013 befindet sich auch schon im Extended Support. Der ist hier nicht mehr die erste Wahl. Es ist auch sehr empfehlenswert, wenn Sie jetzt noch eine Exchange Server 2010 Organisation haben, darüber nachzudenken, einen 2016er Server in Ihrer Organisation zu platzieren und diesen als Koexistenz- und Verbindungsserver zwischen Office 365 und der lokalen Exchange-Organisation zu verwenden. In der letzten Zeit häufen sich ein wenig die Situationen von 2010er-Organisationen, wo es technische Probleme in der Anbindung mit Office 365 gibt. Ein 2016er hilft Ihnen da definitiv weiter. Des Weiteren sind Proxy- und Reverse-Proxy-Konfigurationen notwendig. Die Firewall-Konfigurationen zum Beispiel zur Einschränkung der Kommunikation von Exchange Online zu und mit den lokalen Exchange-Systemen, diese einzuschränken auf die IP-Adressbereiche von Exchange Online und auch nicht zu vernachlässigen natürlich die Berechtigungsanforderungen zur Ausführung des Hybrid Configuration Visit. Dieser muss, weil er eine Click-to-Run-Variante ist, halt auf einem internen System ausgeführt werden und bedarf der passenden Applikationsberechtigung auf dem Server. Wenn Sie mehr zu dem Thema Hybrid-Server und Hybrid-Konfiguration mit Exchange erfahren möchten, möchte ich Sie einladen, Ende April zur Microsoft Ignite Tour am Standort Berlin zu kommen. Dort halte ich einen Talk zum Thema Hybrid und einen zweiten Talk zum Thema Outlook Mobile. Noch sind Plätze frei. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Tech Talks angekommen. Ich möchte mich dafür bedanken. Und wenn Sie noch weitere Themenwünsche haben, nutzen Sie einfach diesen kleinen TTT-Umfragelink unten rechts. Besten Dank.